Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie der Titel schon sagt, ich zeige euch eine Aktie, die euch reich machen könnte. Und zwar geht es um das Unternehmen 9meters Biopharma Inc. Die Börse ist aktuell noch geschlossen und am Freitag gab es einen Kurs bzw. ein Aktienpreis von 1,78 Euro. Man könnte jetzt hierbei auch von einer Penny Stock Aktie ausgehen. Und was macht dieses Unternehmen? Einige Biopharmaunternehmen verfolgen einen breit angelegten Ansatz, während andere sich auf eine Nische konzentrieren. 9meters ist eines der letzteren und zählt auf ungedeckte Bedürfnisse von Magen-Darm-Patienten ab. In der Entwicklungspipeline des Unternehmens befinden sich Wirkstoffkandidaten, die zur Behandlung des Kurzdarmsyndroms unter Zöliakie, auch CID genannt, untersucht werden. Zwei Erkrankungen, die sowohl gefährlich als auch schwer zu behandeln sind. Und eines dieser Projekte befindet sich in Phase 3 der Entwicklung zur Behandlung von Zöliakie. Das betrifft etwa 1% der Bevölkerung und es gibt aktuell keine zugelassene Therapie dafür. Darüber hinaus gab das Unternehmen im vergangenen Dezember bekannt, dass es eine Vereinbarung mit eBriefs, dem Europäischen Biomedizinischen Forschungsinstitut von Salerno, geschlossen hat. Und es gibt hierbei wirklich keinerlei Medizin bis jetzt, noch keine Therapie. Also es ist wirklich eine absolute Neuentwicklung, Erfindung und so weiter. Und das ist wirklich grandios, muss ich sagen. Also alles, was sich in der, ja, in der Medizintechnik befindet und wirklich zu einem Erfolg gebracht wird, finde ich persönlich immer hervorragend. Und dann macht es mir noch mehr Spaß, in solche Aktien zu investieren. Und ein weiteres Projekt von dieser Firma ist das Medikament NM002 für SBS. Das Unternehmen hat vor kurzem positive Ergebnisse der Phase 1b/2a bekannt gegeben. Mit einer messbaren Wirkung auf die Krankheitssymptome durch einen Wirkstoff, der von dem Patienten gut vertragen wurde. Und hier muss man sagen, es gibt bei Medikamenten immer drei Phasen und wenn die dritte Phase abgeschlossen ist, es gibt dann natürlich noch 3b/2a als Beispiel, aber wenn die dritte Phase komplett abgeschlossen ist, ist das Medikament im Prinzip serienreif. Und aktuell bekommt das Unternehmen viel Lob von den Profis an der Wall Street durch den Aktienkurs. Es ist wirklich sehr schön, diesen zu verfolgen und man geht davon aus, dass das Unternehmen 705 Millionen Dollar erwirtschaften wird und gibt ein Aufwärtspotenzial von 400 bis 1650%, wenn die Phase 3 Daten in Ordnung sind und es serienreif ist. Eine weitere wichtige Sache ist wirklich, das Unternehmen steht sehr stabil da. Also es ist jetzt kein Unternehmen, das irgendwie extreme Verluste macht und es hat eben auch einen sehr großen Umsatz plus generiert in den letzten Monaten. Sie haben sehr viel Neues entwickelt und hier muss man wirklich auch sagen, dass die Medikamente, die sie gerade entwickelt haben, dass man eine frühe Behandlung dieses Krankheitssymptoms stoppen kann. Alle neuen Patienten zeigten eine signifikante Reduktion der Symptome und 42% haben wirklich nach 48 Stunden nach Verabreichung
eine bessere Situation als die Ausgangssituation. Und in diesem Jahr sagen Analysten, dass wirklich mindestens die Aktie um 460% steigen wird. Es gibt Analysten, die sagen, auf jeden Fall kaufen und halten, und gibt kein Verkaufen-Signal. Man kann es auch hier einmal kurz sehen. Also die technische Analyse steht auf Kauf, und das ist natürlich immer sehr, sehr positiv. Es wird auch von einem Kursziel relativ schnell von $4.33 gesprochen. Ist natürlich jetzt gerade sehr, sehr schwierig zu sagen, aber sobald Phase 3 abgeschlossen ist, erfolgreich abgeschlossen ist, gehe ich hiervon auch sehr, sehr extrem von einer Gewinnexplosion aus. Denn wenn man sich mal überlegt, 1% der Bevölkerung hat diese Krankheit, ist das natürlich schon sehr, sehr enorm. Und was man aber dazu sagen muss, hier handelt es sich wirklich um eine Penny-Stock-Aktie. Also das sieht man einmal an dem Betrag. Wer noch nicht das Wort Penny-Stock kennt, hier geht es einfach und allein darum, dass die Aktie weniger als 1 Euro beziehungsweise weniger als 5 Euro kostet. Dass da, ja, die einen sagen das so, die anderen so. Also ich sag selber oft, unter 5 Euro ist bereits eine Penny-Stock-Aktie, aber viele andere sagen unter 1 Euro. Aber was ist der kleine Nachteil an Penny-Stock-Aktien? Es gibt nicht viel Informationen über das Unternehmen, also wirklich nur rein die Unternehmensberichte, die das Unternehmen bereitstellt. Und was bei Penny-Stock-Aktien auch noch ein Nachteil ist, für viele ist es auch ein Vorteil, aber sobald es gute Nachrichten gibt, kann die Aktie wirklich von jetzt auf gleich 50%, 100%, 150% steigen. Aber das Gleiche kann auch passieren, wenn es schlechte Nachrichten gibt. Also das ist immer so, als Daytrader macht das bestimmt richtig Spaß, wenn man diese Aktie bestimmt verfolgt. Aber als Langfristiger ist das immer ein bisschen schwierig zu sagen. Und hier sieht man einmal schnell an einem Tag um 20%, um 27% gestiegen und. Es gab aber auch natürlich auch negative Sachen, mal ein starkes Handelsvolumen, das den Preis auch mal kurzfristig runtergedrückt hat. Und jetzt kann man hier eigentlich einen sehr schönen Kurs nach oben sehen. Sie befindet sich sehr weit vom 20- und 10-Tage-Durchschnitt entfernt. Und ich bin wirklich gespannt, wie diese Aktie in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht. Ich werde hier einsteigen, denn ich finde, Unternehmen, wo es um Heilmittel für irgendwelche Krankheiten gibt, finde ich immer sehr interessant. Vor allem, wenn man schon hört, sie befinden sich gerade in Phase 3 und haben hier wirklich schon große Erfolge, dann ist es meines Erachtens nur noch eine Frage der Zeit, bis dieses Medikament veröffentlicht, herausgebracht und auch wirklich serienreif ist. Deswegen Phase 3 bei Unternehmen ist immer sehr, sehr schön in der Pharmaindustrie. Ich hoffe, ich konnte euch hier mal wieder ein bisschen was zeigen und einen Tipp geben und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und das nächste Mal wieder zusieht. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.